So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Heute ich mal alleine. Und zwar wollen wir heute mal testen den Laufgürtel für das Handy. Ich habe mein Handy verloren und deswegen brauche ich auch mal was Neues. Für mein Galaxy habe ich mir das Ding bestellt. Jetzt, blöderweise, hat mir bestimmt einer geklaut, das Handy. Auf jeden Fall ist es weg. Und jetzt habe ich neues. Und das ist bedeutend schwerer. Funktioniert noch mit dem Ding, aber ist halt eigentlich, das ist eigentlich nicht dafür gedacht. Deswegen testen wir jetzt mal einen Laufgürtel. Wie man schon sieht hier im Hintergrund. Habe ich mir bestellt, ist schon da. Amazon-like war ganz schnell da. Quasi Montag bestellt, Dienstag ist er da. So, dann gucken wir uns das mal an, wie das so ankommt. Ja. Karton wieder, Amazon-like, riesig. So, kicken hier. So, eben mal rundherum reflektiert, also für Winter oder Herbst, wenn man im Dunkeln läuft oder in der Dämmerung, ist schon mal sehr gut. So, dann kann man das hier aufmachen. Warte mal. Und hier auch aufmachen. Also hier würde mein Handy nicht drin passen. Auf der Seite, nehme ich an. Aber dafür auf der Seite. Versuchen wir jetzt mal aus, wa? Passt ganz locker drin. Ist so ein Spanngurt hier, ne? Kann man natürlich noch einstellen. Genau. So, den gibt es auch in Schwarz, ne? Den muss man jetzt nicht in diesen Grau kaufen. Ich habe gedacht, normal Schwarz ist langweilig, deswegen habe ich jetzt die Farbe genommen. Dann gibt es hier noch so ein Loch. Da kann man hier ein Kabel durchführen, wenn man jetzt nicht per Bluetooth die Kopfhörer verbindet. Genau, dann kann man hier, die Tasche ist wahrscheinlich noch für Schlüssel. Oder, ja, weiß nicht, was man so unbedingt braucht zum Joggen sonst. Genau, wir testen mal jetzt mal joggen. Es wird ein bisschen warm, ich sag schon mal gleich, ich bin nicht so schnell heute. 30, 31 Grad, eigentlich kein Wetter zum Joggen, aber ey, für euch, ja, für den Test mache ich das mal. Ja. So, ich bin jetzt weg, wir sehen uns gleich wieder. So Leute, eine gute und eine schlechte Nachricht. Also ich bin jetzt wieder angekommen, man sieht. Wir fangen mal mit der schlechten Nachricht an. Bei dem Wetter, es wird voll uncool zu laufen. Bitte macht das nicht nach. Okay, Moment mal. Ja, wir haben es jetzt 33 Grad. Also bin ich vielleicht bei, 34 Grad. Also bin ich vielleicht bei 33 Grad gelaufen. Also bitte nicht nachmachen, ja. Und wenn, dann nur langsam. Mein Ergebnis vom Lauf, vom Loafing, wird gerade synchronisiert. Ja, was kann ich dazu sagen? Also, es ist natürlich immer komplett durchgenässt. Vom Einstellen her, also mein Bauchumfang hat fast direkt gepasst. Ich habe es bloß ein bisschen stramm gezogen, ist ganz leicht. Einfach bloß rüberziehen und dann ist es enger oder einfach zurück und dann ist es weiter. Also ich habe es mir umgemacht und dann einfach in die Richtung gezogen, wie ich es haben wollte und dann war es schon stramm. Ich musste während des Laufens doch nicht nochmal strammer ziehen. Also es hat gehalten. Hat wunderbar. Ist meiner Meinung nach angenehmer als das Moped hier. Genau. Schwitze hier. Ich habe extra ein Handtuch unter mir, aber das ist zu klein. Also ich muss fertig werden. Wir gucken uns jetzt noch kurz das Ergebnis an vom Lauf. Ansonsten kann ich sagen, hier, das ist geil, das Ding. Könnt ihr euch ruhig bestellen. Wir gucken uns nochmal an, wie schwer... Ach, hier ist der Lauf. Minuten 27. Ja, für das Wetter ist gut, würde ich sagen. Also für mich, ja, ist okay, wa?
So, wir gucken uns jetzt je Redner mal an. Ja, das geht halt wunderbar. Ist angeblich abwesend. Naja, ich glaube, ich habe der so dermaßen voll geschwitzt. Also innen ist nichts, würde ich sagen. Das ist schon dicht. Ja, sieht halt gut aus. Aber außen ist halt komplett nass. Was halt wichtig für jetzt, wenn man mal im Regen läuft, ne, damit das Handy nicht nass wird. Muss ja nicht sein. Hier, ach, hier für die Kreditkarte. Wenn man unterwegs mal eine Cola. Total sportlich, denn auch eine Cola zu saufen unterwegs. Aber gut. Ach so, ist für Topmodels genauso geeignet wie für vollschlanke Menschen. Genau, Sicherheitsreflektor hatte ich schon mal gesagt. Tipps dran. Ja, für Radfahren würde ich es jetzt nicht benutzen. Da habe ich einen Fahrradrucksack. Ansonsten hier im Fitness, das ist ja im Fitnessstudio vielleicht. Und laufen und hier wandern, das finde ich auch Quatsch. Du hast meistens am Rucksack, hast du meistens hier oder hier noch ein Gurt und da kann man dann auch das Handy ran machen. Also für das Laufen ist es gut und für das Fitnessstudio auch, aber für das Wandern und Radfahren würde ich jetzt nicht machen. Aber Juden und seine. Genau, habe ich auch schon erwähnt. Das haben wir hier. Ja, es war, weiß ich nicht, das Bild ist wahrscheinlich, das sieht so stylisch aus. Bla. Ja, genau, also kann ich weiterempfehlen. Finde ich gut. Wie gesagt, gibt's auch in Schwarz. Kosten 10er, ist das auf jeden Fall wert. Kann man ganz stark davon aussuchen, eine Wäsche schmeißen, eine Waschmaschine schmeißen und da waschen. Warum auch nicht? Werde ich jetzt auch machen müssen. Jo. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal und vergesst mir nicht, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten sportlichen Video wieder. Bis dahin. Bis demnächst.